Wieso wurde das denn nicht gespeichert, wo ich schon hier drin war, Mann? Ah! Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge Lea stirbt bei Outlast. Ah Gott. Warte mal kurz. Dieser riesige Dreckskerl verfolgt mich. Ich habe eine Patientenakte über einen Chris Walker, einen Ex-Militärpolizisten, der mehrmals in Afghanistan war. Ein Großteil des Blutes an diesem Ort ist durch ihn geflossen, aber nicht alles. Ich dachte, man muss das nur bei Outlast zweifeln. Mensch, Leute, das könnt ihr mir nicht sagen in den Kommentaren, ja? Habe ich das gefragt? Ich glaube schon. Aber mir zu sagen, wie scheiße dieses Spiel ist und mir noch mehr Angst zu machen, okay. Oh Gott, ich will das nicht. Okay, ich verstehe schon. Warte mal, wie war nochmal die Steuerung? Das Springen, das Ducken. Links, rechts. Kamera. Okay. Ey, ich will da echt nicht. Ich schaue immer dahin, sorry. Ich will da nicht hin. Wie kann ich denn so? Mache ich denn? Ah! Cool. Waren wir hier schon? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch nicht, wo wir waren. Hilfe! Nee, waren wir anscheinend nicht. Schönen guten Tag. Willkommen in Praxis Lea. In Praxis Lea. Okay, wir machen einfach weiter und sofort. Ich fand eure Kommentare auch übelst geil wegen den Texten hier. Es klang nicht so, als wolltet ihr die unbedingt hören. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund des bevorstehenden vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corp erforderlich. Das Profitpotenzial von Projekt Warrider verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle enthalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beweismaterials zu unterbinden. Projekt Warrider bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weitere Verluste. Was die bereits verzeichneten betrifft, so ist das familiäre sowie seitens der Regierung geäußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt, je weiter sich die morphogenetische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weiterhin Kontrolle und Profit zu gewährleisten. Hochachtungsvoll, Helen. Die Granate. Ich glaube, wenn ich vorlese, sollte ich eventuell mal drauf achten, wo Punkt und Komma ist. Ich habe mich so oft an diesem Punkt vertan und die Betonung woanders hingelegt, aber das ist ja scheißegal hier, ne? Meine Deutschlehrerin hätte mich auch dafür gekillt. Okay, Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier will. Achso, hier war ich.
Toiletten. Cool. Ah ja, wir haben ja hier wieder die Hand aus dem Klo, wie ich es euch erzählt habe. Alter, hier kann man aber auch nur. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit seiner Kiesereibe. Ach, mit einer, nicht seiner. Mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säufrischer Kinderkrabscher. Sein Apostel? War das der, der uns auch angefasst hat? Darum habe ich ihn nicht gebeten. Darum habe ich ihn nicht gebeten, ja. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Ich will hier gar nichts mit Priester und so ein Scheiß. Das ist doch hier alles. Das ist doch einzige Katastrophe hier. A121. Ernsthaft, von wo kam ich? Und wo muss ich hin? Lange her. Nein, meine Batterie, gib mir eine Batterie. Ich habe zwar noch 5, aber das ist ja egal. Okay. Hier muss da irgendwas sein, das kannst du mir doch nicht erzählen. Oder ich war hier schon und habe hier alles eingesackt. Ich glaube, ich war hier schon. Was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Start den Generator im Keller noch. Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Ich bin schon im Keller, ne? Nein! Oh Gott, segne mich. Ich sollte Gott hier echt nicht reinziehen. Es tut mir so leid. Hi. Wir haben genug gelesen. Warum muss ich denn aufladen? Ich sehe doch super noch was. Ich sehe gar nichts. Hä? Ey, nee, das ist. Alter, das wird jetzt scheiße. Ohne Scheiß, Leute. Oh mein Gott, nein. Pust. Oh! Who's there? Wo bist du denn? Bist du hier? Hey, ganz ruhig, Kumpel. Wir starten gemeinsam den Gen neu. Wie in Dead by Daylight. Oh, geile Hände. Schalte die beiden Gaspumpen ein und nicht bestätige den Hauptschalter, den Generator neu zu starten. Alles klar, let's go. Why not? Alles klar, hier komme ich schon mal nicht durch. Moin, moin, Lea ist in der Haus. Oh, geil. Das brauche ich. Um zu verstecken. Nee. Versteck dich. Ich bin versteckt. Keiner kann mich finden. Keiner kann mich finden. Specky Chan kommt wieder, passt auf. Guck mal.
Ah, da sprich ich schon. Nee, gar nicht sprich ich schon. Ey, wenn du mich siehst, du cheatest, ne? Ich melde dich. Können die mich hören wegen meiner Batterie? Ihhh. Oh, Alter, ich dachte gerade, der hat mich... Oh, irgendwie dachte, der hat mich geschnurrt, wie ich seine Füße... Boah, Alter. Scheiß Batterien, Mann. Der schnuppert richtig gut, ne? Wie dein Geist. Ja, ganz normal sehe ich auch immer. Die Stimmen aus den Wänden kommen natürlich immer näher. Ganz logisch. Hier im Keller. Da lauert der Rollrider. Ich bin voll aus dem Takt gekommen, ist mir egal. Leute, wo muss ich denn überhaupt hin? Oh Gott. Ein Geist. Ich bin Geist. Mann, wo muss ich denn hin? Oh, das hackt mich jetzt schon ab, ne? Ich habe Orientierungspunkt wie ein Kacker, Alter. Mann, du machst meine Batterien leer. Ich kann ja auch ausmachen. Dann sehe ich dich nicht und du siehst mich nicht. Eine Miezekatze? Ich weiß nicht, wie ich aus dieser Situation hier jetzt rauskommen soll, ne? Achso, ich kann rennen. Okay, alles klar. Lass mich mal lullern, wo ich hier hin muss. Hier hin? Ich muss tatsächlich hier hin. Mann, jetzt Speedrun. Wie viele muss ich denn machen? Das waren doch nur zwei. Bitte sag mir, es waren nur zwei. Bitte sag mir, es waren nur zwei. Es waren nicht nur zwei, oder? Geh mal weg. Ey, du blockierst hier Weg, Mann. Ich hab's nicht lesen können. Jetzt kann ich auf einmal hier rein. Was ist denn das hier? Ich seh nix. Ah, scheiße Wand. Ich seh nix. Ach so. Geh doch drüber. Oh mein Gott, der kann das auch. Der ist ja geskillt. Mach's gut. Das, meine lieben Leute, nenne ich Skill. Das nenne ich Skill, ja? Das können wir erstmal ruhig machen. Alles gut. Ich hab das hier geregelt bekommen. Der guckt hier nicht rein. Ja, ich bin im Himmel verschwunden. Klar. Bin kurz abgehoben. Wie ein Geist. Eine Miezekatze wie eben. Okay. Jetzt wird's wieder tricky, ne?
Können das wieder so Speedrun? Hat die Tür einfach eingetreten? Nein. Oh Gott, ich will das nicht mehr. Warum kriege ich so viele Batterien? Was ist hier los? Ja, übrigens, mein Tag war ziemlich gut. Bin aufgestanden, war direkt motiviert. Ich dachte mir so, heute wird ein schöner Tag. Dann habe ich Outlast gestartet. Hey, nicht gut. Ach man, wo ist denn der Stinkefritz hier? Der kleine Kobold hier. Ich höre ihn. Ich höre ihn doch. Mann. By the way, ich kann jetzt mal erwähnen, dass auch viele gesagt haben, so dass sie sich nicht für Outlast entschieden haben, sondern irgendwas anderes gewählt haben. Ich weiß, I'm so sorry. leider kam das aber halt so als Endergebnis. Ich habe ja das Endergebnis auf Twitter dann als Umfrage gemacht, weil auf YouTube gab es dann irgendwie kein richtiges Ergebnis. Aber es gibt momentan eine neue Umfrage, mit welches Game wir nach Life is Strange spielen wollen. Deswegen stimmt da gerne ab und vielleicht erwartet da uns was Neues. vielleicht auch etwas, was ihr unbedingt wollt. Wie ich den Ficker hasse. Also es kommen ja so oder so alle Spiele. Also ich würde gerne alle Spiele spielen. Das ist ja kein Drama, Leute. Ich bin nicht hier und du bist auch nicht hier. Und zusammen sind wir weg. Yeah. Der schnuppert mich jedes Mal, wenn ich... ich komme nicht durch diese Tür und dann verstecke ich mich hier unten drunter und dann sieht er mich nicht, weil er ist doof. Er denkt, es wäre ein Kätzchen. Ich bin ein süßes Kätzchen. Nervt mich richtig das hier, ne? Und ich frage mich gerade, warum ich so viele Butter. Nobody. Ah, ich muss ja da rein. Wir drehen mal kurz eine Runde. Ah, in der Zeit war er nicht mal draußen. Alles klar.
komme hier echt nicht hoch, ne? Ich komme hier nicht weg. Ich raste aus. Ach, verpiss dich doch mal. Ey, langsam reicht's mir hier, ne? Langsam habe ich echt keinen Spaß mehr hier dran. Gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Machen Sie es gut, hauen Sie rein, ne? Ja. Nee. Tschüss. Ich bin ein Ninja. Die Musik macht mir Angst. Habe ich jetzt alle? Was habe ich gemacht? Vor allem, wir waren da halt eben die ganze Zeit drin, actually. Der cheatet. Wo muss ich hin? I'm not the... Oh mein Gott! Und diese Biene, die ich... Ich kann mich dran gewöhnen, macht mir auf einmal. Wow! Voll viel Spaß! Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, chill mal, Kollege, ich muss mal überlegen. Oh Gott, Alter, fick dich ins Knie, Mann, Alter. Seh nix. Seh nix. Hier ist es doch auch nicht. Kollege. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Haha, it's a bitch. Ich weiß actually nicht, wo ich hin muss. Ich sehe hier auch nichts. Mann. Ich chill mal, Kollege. Ich weiß noch nicht, wo ich bin, so oft wie ich mich hier drehe. Ich hänge. Mann!
Mann, wo bin ich denn hier? Hallo? Nee, hier bin ich doch auch wieder falsch. Hier war ich doch eben. Wieder falsch. Hit me, baby, one more time. Hm? Nee. Hier war ich auch eben. Ich finde keinen Ausgang. Jetzt mal Pause. Wie komme ich hier raus? Ich will raus. Es gibt eins. 2, 3, 4 Türen. Die ist es nicht. Gut. Die ist es auch nicht. Gut. Die ist es auch nicht, aber ich eben. Ich war überall schon. Wie viele Türen gibt es hier? Ernsthaft, ich will hier doch nur raus. Hier waren wir doch auch schon 10.000 Mal. Warte, Kollege, reicht mir jetzt. So. Ich würde gerne mal hier überlegen. Ich würde gerne mal überlegen, wo ich hier eigentlich bin. Ach komm, bring mich mal um. Das ist mir zu stressig. Unter Stress kann ich nicht arbeiten. Stopp! Ganz kurz! Ich wollte die Folge gerade beenden. Alter. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Outlast. Ganz normales Spiel gewesen. Also ich finde es noch super okay. Keinmal erschrocken. Alles bombastisch. Hoffe, die Stimmung... Nein, Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn Lea komplett wieder eskaliert bei Outlast. Yay. Aber es freut mich, wenn es euch gefällt, mich leiden zu sehen. Aber, naja, egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.